10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es war Samstagmorgen und Herr Taschenbier saß im Zimmer und wartete. Worauf? Das wusste Herr Taschenbier selber nicht genau. Warum er wartete, das lässt sich schon eher erklären. Allerdings muss man da mit dem Sonntag beginnen. Jeder der vorangegangenen 6 Wochentage hatte Herrn Taschenbier etwas beschert. Am Sonntag Sonne, am Montag Herrn Mohn mit Mohnblumen, am Dienstag Dienst, am Mittwoch Mitte der Woche, am Donnerstag Donner und am Freitag frei. Deshalb saß Herr Taschenbier am Samstag erwartungsvoll in seinem Zimmer und fragte sich, was der Tag bringen würde. Wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn Frau Rotkohl Herrn Taschenbier nicht vor die Tür gesetzt hätte. Frau Rotkohl war die Zimmerwirtin, die darauf wartete, endlich das Zimmer von Herrn Taschenbier sauber machen zu können. So. Was wollen Sie? Das sehen Sie doch, sauber machen. Jetzt? Einmal muss ich ja wohl sauber machen. Vielleicht könnten Sie mein Zimmer etwas später sauber machen, bitte. Ausgeschlossen! Ich bin gerade richtig in Schwung. Meinen Sie nicht auch, dass ich Ihnen dabei im Wege stehe? Außerdem... Gehen Sie doch spazieren, wenn es Ihnen nicht passt. Ah ja, spazieren. Ja. Füße hoch! Ja, wie soll ich denn uns da wischen? Aha. Nicht auf den Stuhl, Sie Schmutzfink. Bei einem schönen Stuhl mit Schuhen treten. Sofort gehen Sie in die Küche und holen einen Lappen. Hey, wo wollen Sie denn hin? Spazieren gehen. Und das sieht Ihnen ähnlich, am hellen Tag spazieren gehen, wenn andere Leute arbeiten. Aber Sie haben doch selbst gesagt, ich soll spazieren gehen. Das sollen Sie auch, Sie Stubenhocke. Sie sind schon ganz bleich, weil Sie den ganzen Tag im Zimmer hocken. Herr Taschenbier schlug schnell die Tür zu und machte sich auf den Weg. Es war ein schöner Samstagmorgen. Die Sonne schien und er freute sich, dass er das Geschimpfe der Frau Rotkohl nicht mehr hören musste. An der nächsten Straßenecke stand dicht gedrängt eine Menschengruppe. Herr Taschenbier ging neugierig darauf zu. Die trachteten etwas. Es schien nicht sehr groß zu sein, denn alle blickten mit gesenktem Kopf nach unten. Man muss den Zorn benachrichtigen. Sicher ist er dort ausgebrochen. Ein gewöhnlicher Mensch hält sich so etwas nicht. Das scheint eine Affenart zu sein. Affenart. Mit dem Rüssel sieht er wie eine Art Frosch aus. Ein Frosch kann es unmöglich sein. Das Ding hat doch feuerrote Haare. Haben Sie schon mal einen Frosch mit Haaren gesehen? Nein. Noch dazu so groß? Sie sollten sich schämen, sich über ein kleines Kind lustig zu machen. Sie als erwachsene Menschen. Pfui! Ein kleines Kind, Sie sind wohl kurzsichtig. Wie heißt du denn, mein Kindchen? Bin kein Kind, bin kein Kind. Bäh. Das kann ja reden. Richtig deutsch. Hab ich ja immer gesagt. Sag doch mal was, mein Kindchen. Dickerchen, Dickerchen. Meinst du mich damit? Dick, Dicker, Dickerchen. Von einst am Ostseestrande, beim Graben mit dem Schäufelchen, ein Elefant im Sande. Dick, Dicker, Dickerchen nahm Platz auf seinem Rücken. Da schrie der Urwald-Elefant, du willst mich wohl zerdrücken. Dick, Dicker, Dickerchen hört gar nicht zu und schwatzte. Da rächte sich der Elefant, indem er schweigend platzte. So eine Unverschämtheit! Verzeihung, würden Sie mich mal durchlassen? Bitte, bitte, bitte lassen Sie mich doch mal durch. Dankeschön, bitte. Dürfte ich... Aha. Endlich stand Herr Taschenbier vor dem Wesen, das singend am Boden saß. Und da verstand er, warum die anderen Leute nicht wussten, wie sie es nennen sollten. Es war schwer zu beschreiben, weil es weder ein Mensch noch ein Tier war. Da war einmal der Kopf. 2 freche, flinke Äuglein, ein riesiger Mund, so groß, dass man fast Maul sagen musste, und anstelle der Nase ein beweglicher, kurzer Rüssel. Die Gesichtsfarbe war hellgrün, mit großen blauen Punkten dazwischen. Aus den feuerroten Haaren, die wie Stacheln eines Igels nach oben standen, schauten 2 abstehende Ohren. Und so sah der Körper aus, auf dem dieser Kopf saß. Zuerst fiel der grüne, prallrunde Trommelbauch auf, weil er so groß war. Die Arme und Hände waren die eines Kindes, die Füße dagegen erinnerten an vergrößerte Froschfüße. Brust und Bauch waren glatt und grün, der Rücken rot behaart, wie bei einem jungen Orang-Utan. Das ist kein Tier, so viel steht fest. Sonst könnte es nicht reden.
Wollen Sie etwa behaupten, dass es ein Kind ist? Nein, ein Kind ist es auch nicht. Ja, was ist es denn dann? Vielleicht kommt es vom Mars. Ein Marsmensch? Trinken Sie doch keinen Unsinn. Das Lebewesen hier kommt nicht vom Mars, das könnte man glauben. Ich kenne mich aus. Ich bin Studienrat, Studienrat Groll. Studienrat, Studienrat hat den ganzen Kopf voll Draht. Studienrat Groll hat den Kopf mit Draht voll. Sofort hörst du mit dem albernen Gesinge auf. Bäh. Sag uns auf der Stelle, wie du heißt. Ihr seid alle dumm, 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 dumm. Drum tanze ich herum, rum, rum, rum. So, 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 wir sind dumm. Und du bist natürlich das klügste Wesen auf der Welt. Und warum sind wir alle so dumm? Ich weiß, wer du bist, aber du weißt nicht, wer ich bin. Keiner weiß, wie ich heiß, furchtbar dumm, stehen sie rum. Keiner weiß, wie ich heiß, wer es weiß, kriegt den Preis. Wenn du glaubst, wir probieren alle Namen aus, dann hast du dich getäuscht. Wir spielen hier doch nicht Rumpelstilzchen. Und wenn du uns nicht sagen willst, wer du bist, dann werden wir eben die Polizei holen. Haha, die Polizei! Ihr glaubt doch nicht, dass die Polizei weiß, wie ich heiß. Aber ich weiß es vielleicht. Herrn Taschenbier war ein Gedanke gekommen. Wie war das doch gewesen? Am Sonntag Sonne, am Montag Hermon, am Dienstag Dienst, am Mittwoch Wochenmitte, am Donnerstag Donner, am Freitag frei und heute am Samstag Sams. Na klar, das war's. Und Herr Taschenbier sagte, du bist bestimmt ein Sams. Wie hast du das herausgefunden? Woher weißt du, dass ich ein Sams bin? Man muss nur logisch denken können, wie ein Privatdetektiv. Hurra! Mein Papa kann logisch denken. Nur mein Papa, ihr nicht. Ihr seid alle dumm. Hey, hey, was machst du da? Das siehst du doch, Papa. Ich klettere auf deinen Arm. Das hätte er gleich sagen können, dass es ihr Kind ist. Ja, aber... Das ist die heutige Erziehung. Das Kind singt Spottverse auf anständige Leute. Und der Vater steht dabei und freut sich noch. Meine Dame, Sie irren sich. Aber fort sind Sie. Alle weitergegangen. Wir wollen auch gehen, Papa. Warum sagst du immer Papa zu mir? Das finde ich ausgesprochen frech. Wieso? Du bist doch jetzt mein Papa. Ich bin überhaupt nicht dein Papa. Ich heiße Taschenbier und wohne gleich um die Ecke. Ich habe kein Kind, dafür gibt es Zeugen. Das ist immer so bei Samson. Ich dachte, du weißt das. Was soll ich wissen? Wenn einer errät, dass man ein Sams ist, dann gehört ihm das Sams. Dann muss er das Sams bei sich wohnen lassen und ihm zu essen geben. Bei sich wohnen lassen? Das ist unmöglich. Außerdem weiß ich gar nicht, was Samse essen. Alles, Papa! Alles! Nur hör doch auf, meine Jacke zu knabbern. Stoff schmeckt gut. Aber ich will nicht, dass du meine Sachen auffrisst. Lass meinen Hut in Ruhe. Willst du das oder wünschst du das? Ich will das. Ach so. Schmeckt gut. Sehr zart. Also gut. Dann wünsche ich es eben. Du wünschst es, Papa. Wenn du es wünschst, werde ich es natürlich nicht mehr tun. Tja, was soll ich jetzt machen? Wie werde ich dich nur wieder los? Wir wollen zusammen heimgehen. Ich bin müde. Ich will in mein Bettchen. Jetzt hör mal gut zu. Nanu, jetzt eingeschlafen, das Sams. Sind wir schon da? Gut, dass du aufgewacht bist. Hör zu, ich habe es mir überlegt. Ich kann dich nicht mit nach Hause nehmen. Das ist unmöglich. Wenn dich Frau Rotkohl sieht, wirft sie uns beide hinaus. Ach, die alte Rotkohl. Der sagst du einfach, das Kind von deiner Schwester ist zu Besuch gekommen. Ach, die merkt doch, dass du kein Kind bist. Du hast ja nicht mal Kleider an. Musst du mir halt welche kaufen? Na, heute ist Samstag. Da haben die Läden ab Mittag geschlossen und morgen ist Sonntag. Musst du mir halt am Montag welche kaufen? Und bis dahin musst du mich verstecken. Wie soll ich dich denn verstecken? Wenn du mich hier draußen stehen lässt, schreie ich so lange, bis die Olle Rosenkohl kommt. Dann sage ich, du bist mein Papa und dann lässt sie mich hinein. Du wirst dich hüten, hier zu schreien. Ich will sehen, wie ich dich in mein Zimmer schmuggeln kann. Ach Gott, bleib hier sitzen und rühr dich nicht, bis ich wiederkomme. Die Nase sitzt meist im Gesicht. Der Sams sitzt hier und rührt sich nicht. Ihr sitzt still und rührt sich nicht. Wer das nicht glaubt, kommt vor Gericht. Wirst du wohl stille sein? Nein, nein, ich will nicht stille sein. Dann kannst du sehen, wo du einen anderen Papa herbekommst. Aber Papa, du hast mich doch nur gefragt, ob ich ruhig sein will. Du musst es anders sagen. Ich will, dass du ruhig bist. Immer noch falsch. Na, wie denn dann? Ich wünsche... Also dann, ich wünsche, dass du still bist, bis ich wiederkomme, verstanden? Herr Taschenbier eilte in sein Zimmer. Aber schon nach ein paar Minuten verließ er es wieder.
Frau Rotkohl traute ihren Augen nicht. Herr Taschenbier trug jetzt eine grüne Jacke mit Hornknöpfen, Kniestrümpfe, Kniebundhosen und schwere Wanderstiefel. In der Hand hatte er einen Spazierstock und auf dem Rücken einen Rucksack. Noch mehr aber staunte Frau Rotkohl, als keine 5 Minuten später die Haustür schon wieder aufgeschlossen wurde, Herr Taschenbier an ihr vorbeirannte und, ehe sie etwas sagen konnte, in seinem Zimmer verschwand. Frau Rosenkohl, Frau Rosenkohl, Frau Rosenkohl. So, da wären wir. Ist das dein Zimmer? Psst, du hast doch versprochen, leise zu sein. Bin ich denn nicht leise? Nein, du hast immer Frau Rosenkohl, Frau Rosenkohl gesungen. Ach so, das war ja später. Du hast nur gewünscht, dass ich still bin, bis du wiederkommst. Bis du wiederkommst, bis du wiederkommst. Sei sofort still. Das ist Frau Rosenkohl. Schnell unter die Bettdecke mit dir. Haben Sie gerufen, Herr Flaschenbier? Nein, ich habe nicht gerufen. Außerdem heiße ich Taschenbier und nicht Flaschenbier. Vielleicht merken Sie sich das endlich. Ja, Herr Flaschenbier, entschuldigen Sie die Störung. Ich wünsche, dass du still bist. Da sammst du still, da sammst du still, weil sein Papa es so will. Sie reden doch mit jemandem. Ich habe nur ein wenig gesungen. Gesungen? Ach, Sie waren das! Ich wünschte, ich hätte wenigstens ein schönes Mittagessen. Dann ließe sich das Ganze besser aushalten. Was wünschst du dir denn zum Essen? Hähnchen mit Kartoffelsalat zum Beispiel und zum Nachtisch Eis. Hähnchen, Kartoffelsalat, Eis. Sehr gut. Ach, er ist eingeschlafen. Das ging aber schnell. Hoffentlich schläft er eine Weile. Was wollen Sie denn nun schon wieder, Frau Rotkohl? Ich bringe das Mittagessen. Ach, so, ja, das Mittagessen. Einen Augenblick. Ich muss erst das Sams unter der Decke verstecken. So, herein. Ja, wurde ja auch höchste Zeit. Was gibt's denn? Hähnchen mit Kartoffelsalat und zum Nachtisch Eis. Ich wünsche guten Appetit. Das geschah am Samstag. Und am Sonntag? Am Sonntag erwachte Herr Taschenbier davon, dass dicht neben seinem Ohr jemand laut sang. Schlaf, Papa, schlaf, die Rotkohl ist ein Schaf. Das Samstag schüttelt's Bäumelein, da fällt herab ein Zentnerschwein. Schlaf, Papa, schlaf. Ruh, Papa, ruh, die Rotkohl ist ne Kuh. Das Samstag schüttelt's Ofenrohr, da kriecht ein Elefant hervor. Was ist denn das für ein Lärm? Wer singt da? Du bist ja immer noch da. Natürlich, Papa. Warum? Warum hast du denn so laut gesungen? Das war ein Schlaflied für dich, Papa. Hast du nicht gehört? Horch, Papa, horch, die Rotkohl ist ein Storch. Na still, gleich kommt Frau Rotkohl und kündigt mir. Das kann sie nicht. Warum soll sie nicht können? Weil sie nicht herein kann. Ich habe die Tür abgeschlossen. Da ist der Schlüssel. Gib sofort den Schlüssel her. Wenn sie nicht ins Zimmer kann, ist sie stocksauer und schimpft wie ein... Wie ein Regenwurm. Gib sofort den Schlüssel her. Hol ihn mir doch, Papa. Gib mir den Schlüssel. Komm sofort runter. Nein. Komm sofort vom Schrank runter. Na warte, gleich hab ich dich. Mit meinem Spazierstock. Mit meinem Spazierstock hol ich dich. Schaff runter. Unerhört, so eine Frechheit. Psst. Was soll der ruhestörende Lärm mitten in der Nacht? Noch ein Ton und Sie können sich Ihr Mittagessen selber machen, Herr Flaschenbier. Es ist gar nicht mitten in der Nacht, Frau Rosenkohl. Sie lügen ja, die Sonne scheint. Das ist der Gipfel, so eine Unverschämtheit. Sie sind ja betrunken, Herr Flaschenbier. Selber betrunken. Machen Sie sofort die Tür auf, oder ich hole die Polizei. Ich kann nicht. Ich kann nicht verstehen, warum ich aufmachen soll, Frau Grünkohl. Sie wollen nicht? Das Zimmer gehört mir. Haben Sie das vergessen? Warum muss ich eigentlich jeden Monat Geld für das Zimmer bezahlen, Rotkühlchen? Das ist die Miete. Außerdem verbitte ich mir Ihre Bezeichnungen. Ich heiße Rotkohl, verstanden? Wenn ich Miete bezahle, habe ich das Zimmer gemietet. Und wenn ich ein Zimmer gemietet habe, darf ich es auch abschließen. Damit Sie es wissen, Sie bekommen heute von mir kein Mittagessen. Nach diesen Frechheiten. Oh, aber Frau Rotkohl. Aber Frau Blaukohl, aber Frau Grünkohl. Unverschämter Lümmel. Sie wissen genau, dass ich Rotkohl heiße, Herr Flaschenbier. Frau Rosenkohl ist innen hohl. Hört
diese Beleidigung werden Sie mir büßen. Welche Beleidigung? Sie haben gesungen, Frau Rosenkohl ist Ihnen hohl. Ich habe es wohl gehört. Heißen Sie denn Frau Rosenkohl? Natürlich nicht. Dann geht es Sie auch überhaupt nichts an, was ich von der Frau Rosenkohl erzähle. Frau Rosenknall ist wie ein Ball. Frau Rosenkluft enthält nur Luft. Na, Papa? Die haben mir es aber gegeben, was? Gegeben. Du wirst schon sehen, wohin das führt. Bestimmt kündigt sie mir morgen. Wenn sie dir heute nicht gekündigt hat, tut sie es auch morgen nicht. Lass den Papierkorb in Ruhe. Der ist nicht zum Essen da. Karton schmeckt gut. Wehe, wenn du in den Stuhl beißt. Wehe. Ah, ist aus Holz. Schmeckt gut. Ah, da ist ja Salat. Jetzt, guter Salat. Das sind Blumen, die isst man nicht. Wenn du wüsstest, wie gut das schmeckt. Du sollst hier nicht alle Sachen auffressen. Und nicht die Vase, bitte. Glas mit Wasser schmeckt gut. Du, den Ofen brauchst du doch im Sommer nicht. Der ist aus Eisen. Eisen schmeckt gut. Ich wünsche, dass du nichts aus meinem Zimmer auffrisst. Na gut, wenn du es wünschst. So gefällst du mir schon besser. Aber wo bekomme ich jetzt deinen neuen Papierkorb her? Den kaufen wir morgen, Papa. Wir müssen sowieso Kleider kaufen. Du, ich freue mich schon so auf das Kaufhaus. Kaufhaus, Feldmaus, Kaufmaus, Kopflaus. Blumenstrauß. Bitte sei doch still. Gleich kommt wieder Frau Rotkohl und macht mir einen Krach. Hast du wirklich Angst vor dir? Die hat immer was zu meckern. Ich kann machen, was ich will. Ständig hat sie etwas auszusetzen an mir. Manchmal wünsche ich, sie säß auf irgendeinem Schrank und käme nicht mehr runter. Auf einem Schrank? Das wünschst du dir, Papa? Auf einem Schrank. Ich wünsche, dass du mir jetzt zuhörst. Ja, bitte. Du hast schon gegessen, aber ich habe noch Hunger. Ich muss dich wieder in den Rucksack stecken und dich hinausschmuggeln. Wohin denn? Wir machen jetzt einen Ausflug und essen irgendwo im Grünen. Sehr schön, im Grünen Ausflug. Segel, Flugzeug, Düsenjäger, Zeppelin und Freiballon. Mondrakete, Doppeldecker, wartet nur, wir kommen schon. Muss ich schon wieder sagen, dass du leise sein sollst? Außerdem fliegen wir nicht, wir gehen zu Fuß. Du hast gesagt, wir fliegen aus. Ich habe gesagt, wir machen einen Ausflug. Das ist etwas anderes. Los, in den Rucksack mit dir. Na schön, wenn es durchaus sein muss. Ja, es muss sein. Und jetzt wünsche ich mir, dass du still bist. Herr Taschenbier band den Rucksack zu, dann zog er sich an, schnallte den Rucksack mit dem Sams darin auf den Rücken und verließ leise das Zimmer. Als er durch den Flur schlich, blieb er plötzlich wie angewurzelt stehen. Er traute seinen Augen nicht. Oben auf dem großen Flurschrank saß Frau Rotkohl, den Putzlappen in der Hand. Was suchen Sie denn auf dem Schrank, Frau Rotkohl? Fragen Sie doch nicht so dumm! Helfen Sie mir lieber hinunter! Ja, sofort. Bitte sehr, so. Ja, also danke könnten Sie wenigstens sagen. Danke, Herr Taschenbier. Frau Rotkohl, Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie Sie auf den Schrank gekommen sind. Ich wollte da oben Staub wischen. Da ist mir die Leiter umgefallen. So. Die Leiter ist Ihnen umgefallen. Das kommt davon, wenn man am Sonntag sauber macht. Frau Rotkohl verschwand mit mürrischem Gesicht in der Küche, wo sie krachend die Tür zuschlug. Herr Taschenbier konnte ungestört aus dem Haus gehen, wanderte die Straßen entlang, bis er draußen vor der Stadt war. Er ging noch eine Weile auf einem Feldweg weiter. Schließlich setzte er den Rucksack ab und ließ das Sams heraus. Ah, Feldsteine, schöne Steine. Die schmecken gut. Da kann ich gleich essen. Ja, am besten, du isst dich hier satt und ich gehe so lange in ein Waldcafé. So kann jeder das essen, was ihm schmeckt. Einverstanden. Also dann, bis nachher. Sieh mal, Papa, das ist Holz. Das schmeckt noch besser wie Knabberstangen. Dann lass es dir gut schmecken. Knabberstangen, Klapperschlangen, Blumenvasen, Teppichrasen, Möbelbeine, Mauersteine, Jackenkragen, Kinderwagen, Taschentuch und Hut. Schmecken mir so gut. Herr Taschenbier wanderte noch einen halben Kilometer weiter bis zu einem Waldcafé. Dort bestellte er sich etwas zu essen. Dann trank er ein Bier und dachte nach. Als er lange genug über alles nachgedacht hatte, kam er zu dem Schluss, dass er dieses Sams nicht behalten konnte, so leid es ihm tat. Also schlich sich Herr Taschenbier vom Waldcafé in den Wald, machte einen riesigen Bogen um die ganze Stadt herum, kam von der entgegengesetzten Seite wieder in die Stadt hinein und erreichte gegen Abend, müde und mit furchtbar schlechtem Gewissen, das Haus, in dem er wohnte.
Leise schloss er die Haustür auf, gelangte unbemerkt in sein Zimmer, verriegelte die Tür und knipste das Licht an. Dann zog er sich aus, stellte den Wecker und schlug die Bettdecke zurück. Da sah er das Sams. Es lag auf seinem Kopfkissen und sagte schlaftrunken: Da bist du ja endlich, Papa. Hast du dich verlaufen? Wie kommst du denn ins Zimmer? Das Fenster war offen. Da bin ich reingeklettert. Den Rucksack habe ich mitgebracht. Er liegt im Schrank. Hat dich keiner dabei gesehen? Keiner. Du, Papa, ich habe was Schlimmes gemacht. Oh, um Gottes Willen, was denn? Ich habe aus Versehen den Fenstergriff aufgegessen. Er hat so gut gerochen. Auf den kommt es jetzt auch nicht mehr an. War aus Eisen. Hat sehr gut geschmeckt. Herr Taschenbier schob das Sams etwas beiseite, legte sich ins Bett und knipste das Licht aus. Dann schliefen beide ein. Das war das Ende des Sonntags. Wurden Herr Taschenbier und Sams durch das Klingeln des Weckers geweckt. Das Sams war sofort hellwach, setzte sich auf und rief: So früh gehen wir ins Kaufhaus. Was heißt da Kaufhaus? Ich muss ins Büro. Du hast versprochen, dass wir heute Kleider kaufen. Aber nicht heute Morgen, nach der Arbeit. Gehst du denn gerne ins Büro? Wünschst du dir nicht, dass du heute nicht arbeiten musst? Natürlich wünscht man sich das immer, besonders am Montag. Ich frage nicht, ob man es wünscht, sondern ob du es dir wünschst. Natürlich wünsche ich es mir, aber was nützt mir das? Hör zu, Sams, du musst heute im Zimmer bleiben. Ich kann dich nicht ins Büro mitnehmen. Du weißt, wenn dich Frau Rotkohl entdeckt, fliegen wir beide raus. Ich bin ganz leise, Papa. Ich verstecke mich im Schrank. Dann wünsche ich allerdings, dass du nicht meine ganzen Anzüge auffrisst, während ich weg bin. Herr Taschenbier fuhr mit der Straßenbahn ins Büro. Dort erlebte er eine Überraschung. Das Büro war abgeschlossen. Herr Taschenbier ging quer über den Hof zum Wohnhaus von Herrn Oberstein. Herr Oberstein war der Chef von Herrn Taschenbier. Herr Taschenbier klopfte einmal, klopfte ein zweites Mal und als ihn immer noch keiner hereinbat, ging er einfach hinein. Im Wohnzimmer fand er dann seinen Chef. Auf dem Boden lag der Inhalt von mindestens 20 Schachteln, die leer herumstanden. Was soll denn das bedeuten? Bedeuten? Ich suche noch immer nach dem blödsinnigen Schreibtischschlüssel. Solange ich den nicht finde, kann ich nicht den blödsinnigen Schrank aufschließen und den blödsinnigen Büroschlüssel herausholen. Soll ich Ihnen suchen helfen? Sie machen mich nervös, Taschenbier. Machen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Gehen Sie. Mit dem größten Vergnügen. Auf Wiedersehen, Herr Oberstein. Auf Wiedersehen. Herr Taschenbier fuhr nach Hause. Das Sams war überhaupt nicht überrascht, als Herr Taschenbier so schnell zurückkam. Es hopste aus dem Schrank und quietschte: Kaufhaus, Kaufhaus, wir gehen jetzt ins Kaufhaus. Meinetwegen. Bekomme ich Kleider? Ja, ich weiß nur noch nicht, wie ich dich hinbringen soll. Natürlich im Rucksack. Kängurus tragen ihre Kinder auch immer im Beutel. Das Sams stieg in den Rucksack. Herr Taschenbier schulterte ihn und sie fuhren zusammen in der Straßenbahn zum Kaufhaus. Es war ein riesiges Gebäude mit 3 Eingängen, 8 Rolltreppen, 20 Schaufenstern und hunderten von Verkaufstischen. Im ersten Obergeschoss fand er die Abteilung, über der in großen Buchstaben Kinderoberbekleidung stand, blieb stehen und blickte sich um. Sofort kam eine Verkäuferin auf ihn zugestürzt. Womit kann ich dienen, mein Herr? Ich hätte gern etwas anzuziehen. Anzug, Jacke oder Hose? Eigentlich alles. Großartig, da sind Sie bei uns gerade richtig. Nur muss ich Sie bitten, mir zu folgen. Hier ist nämlich die Kinderabteilung. Nein, es ist ja nicht für mich. Nicht für Sie? Nein, für das da im Rucksack. Ja, für mich. Ein hübsches Kind haben Sie da in Ihrem Rucksack. Wirklich niedlich. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Sams, das weißt du doch, Papa. Naja, sagen wir mal ein Junge. Ein Junge, ganz recht. Vergessen Sie nicht, Käse aus Holland mitzunehmen. Unser Sonderangebot, Käse aus Holland. Käse? Was ist denn das? Du weißt nicht, was Käse ist? Nein. Unten in der Lebensmittelabteilung liegen auf einem Tisch so große rote Kugeln. Das ist Käse, mein Kleiner. Ha, Kugelkäse. Sams rannte zur Rolltreppe und fuhr hinab. Gleich darauf kam Sams wieder heraufgefahren mit einer riesigen Käsekugel in der Hand.
Die Verkäuferin stürzte auf das Sams zu, packte es an den Haaren und riss ihm die Käsekugel weg. Das ist Diebstahl! Du kannst doch nicht einfach den Käse mitnehmen! Der Mann da oben hat gesagt, wir sollen nicht vergessen, Käse mitzunehmen. Er hat gemeint, man soll ihn kaufen. Hat gut geschmeckt, der Käse. Der Käse muss bezahlt werden. Oder ich hole die Polizei! Schreien Sie nicht so, ich werde Ihren Käse bezahlen. Der Kleine ist zum ersten Mal im Kaufhaus und kennt sich noch nicht aus. Wenn Sie zahlen, werde ich den Vorfall natürlich vergessen. Schließlich ist bei uns der Kunde König. Wer ist König? Der Kunde. Was ist das, ein Kunde? Jeder, der bei uns kauft, ist ein Kunde. Dann bin ich auch ein Kunde? Aber gewiss. Du, Papa, ich bin ein König. Ich will eine Krone. Red keinen Unsinn. Du wirst deine Mütze aufsetzen, wie jeder ordentliche Junge. Der Junge braucht etwas Ordentliches. Keine Angst, wir werden schon etwas Passendes finden. Komm. Dann würde ich erst einmal diesen Anzug vorschlagen. Zieh ihn mal an, Kleiner. Ja, so werde ich nicht angeredet. Wie denn dann? Zu einem König sagt man Majestät. Nicht frech werden, mein Junge. Vielleicht versuchen Sie es doch mal mit Majestät. Wissen Sie, der Kleine glaubt eben alles, was man ihm erzählt. Meinen Sie das im Ernst? Na schön. Würden Majestät einmal diesen Anzug anziehen? Darf man in diesem Anzug auch einatmen? Aber natürlich, Majestät. Was für eine dumme Frage. Keine dumme Frage. Passen Sie mal auf. Junge, was machst du? Der schöne Anzug von oben bis unten in zwei gerissen. Schlechter Stoff. Nicht zum Anziehen. Höchstens zum Essen. Was hast du mit dem Anzug gemacht? Nichts. Ich habe nur eingeatmet. Hier, Majestät. Probieren Sie mal diesen Anzug. Majestät? Haben wir einen hohen Gast im Hause? Nein, sie nennt mich immer Majestät. Dich? Herr Abteilungsleiter, ich... Sie hat mir auch verboten, einzuatmen. Ist das wahr? Außerdem hat sie einen zerrissenen Anzug in den Papierkorb geschmissen. Unglaublich. Sagt Majestät zu kleinen Kindern, verbietet ihnen einzuatmen und zerreißt Anzüge. Sie gehen sofort zum Nervenarzt, Fräulein, und lassen sich untersuchen. Aber Herr Abteilungsleiter... Keine Widerrede, Sie gehen sofort zum Arzt oder Sie sind entlassen. Ich habe den neuen Anzug angezogen. Darf ich jetzt einatmen oder nicht? Aber natürlich, Kindchen. Natürlich darfst du einatmen. Na, dann wollen wir mal sehen. Oh. Was? Was hast du denn jetzt gemacht? Der ganze Anzug ist zerrissen. Er hat nur eingeatmet. Er hat sie vorher gefragt. In diesem besonderen Fall würde ich Lederhosen vorschlagen. Lederhosen sind reißfest. Sind sie auch beißfest? Kannst du es ja mal versuchen, Kleiner. Da würdest du dir allerdings die Zähne ausbeißen. Schmeckt gut. Ist aus Rindsleder. Wirst du wohl die Hose ganz lassen? Du hast es doch erlaubt. Ja, das haben sie. Na, dieser Anzug hier wird auf jeden Fall passen. Gummi dehnt sich. Das ist ja ein Taucheranzug. Na, was haben Sie dagegen? Schließlich ist das unser neuestes Modell. Brandneu. Brandneu? Wo brennt es denn? Hier brennt es. Hier im Kopf. In deinem Kopf, es brennt bei diesem Herrn hier, brennt es. Was ist denn? Man muss gerade daneben. Feuer, Feuer! Nein, Ruhe, Ruhe, was soll denn der Unsinn? Feuer, Feuer! Feuer, Feuer, ungeheuer heißes Feuer kommt und rennt, denn es brennt. Leute, Leute, kommt gerannt, dieser Herr ist angebrannt. Bist du still, du kleine Kröte? Du hast es doch selber gesagt. Das ist bei dir brennt, meine ich. Was war denn jetzt schon wieder falsch? Hier mit dem Schlauch, hier. Wasser, raus! Rein Wasser, da kann ich gleich tauchen. Ruhe, alles Unsinn. Sofort die Alarmanlage abstellen. Schlauch weg, alle stehen bleiben. Keiner rührt sich. Wo brennt es denn? Bei dem Herrn dort. Verschwinde, oder... Papa, sieh mal, er nimmt unseren Käse, unsere Käsekugel. Oh, ein Wort und ich werfe sie dir an den Kopf. Tust doch, tust doch. Die Käsekugel, die der Abteilungsleiter wütend nach dem Sams geschleudert hatte, flog in hohem Bogen über die Rolltreppe ins Erdgeschoss und landete krachend auf einem Verkaufstisch, auf dem Bonbons, Schokolade, Kaugummi und andere Süßigkeiten aufgetürmt waren. Herr Taschenbier fasste das Sams, das noch immer in dem Gummianzug steckte, an der Hand und zog es durch das Gewimmel nach draußen.
Als sie aus der Tür traten, stoppten gerade zwei Polizeiautos und sieben Feuerwehrautos vor dem Kaufhaus. Sehr schön. Sehr schönes Durcheinander hier. Komm, wir müssen hier weg. Du, Papa, also ich habe mir ein Kaufhaus schön vorgestellt. Aber dass es dort so schön ist, hätte ich mir nicht träumen lassen. Am Dienstagmorgen erwachten beide wieder durch das Weckerklingeln. Das Sams stieg als erster aus dem Bett und fragte, gehen wir einkaufen? Heute gehe ich ins Büro und du bleibst im Zimmer. Sonst sieht dich Frau Rotkohl. Soll sie mich ruhig sehen? Ich bin auch jetzt ein Junge. Ich habe einen Anzug. Ja, du bist ein ganzes Stück größer geworden. Vorgestern warst du noch viel kleiner. Wie kommt denn das? Ist doch klar, Papa. Samse wachsen an einem Tag genauso viel wie andere Kinder in einem Jahr. Das weiß man doch. Aha. Gut, dass wir den Gummianzug gekauft haben. Warum soll das gut sein? Weil er sich dehnt. So müssen wir nicht jeden Tag einen größeren kaufen. Höchste Zeit, dass ich dich Frau Rotkohl vorstelle. Du meinst, weil ich jetzt nicht mehr in den Rucksack passe? Ja. Aber wie nenne ich dich? Ich kann doch nicht einfach sagen, der Junge hier heißt Sams. Da hast du recht. Wie soll ich denn heißen? Vielleicht Bruno? Der Name ist viel zu lang für einen Sams. Weißt du einen kürzeren? Robinson. Erstens ist Robinson noch länger als Bruno. Zweitens ist das ein viel zu ausgefallener Name. Und drittens heiße ich Robinson und damit basta. Danach gingen sie gemeinsam in die Küche und machten sich ein Frühstück. Um diese Zeit schlief Frau Rotkohl gewöhnlich noch. Aber heute saßen Herr Taschenbier und das Sams kaum am Tisch, als schon die Küchentür aufgerissen wurde und Frau Rotkohl im Morgenrock hereinkam. Frau Grünkohl! Was erlauben Sie sich, Herr Taschenbier? Ich sagte doch überhaupt nichts. Frau Blaukohl! Ist denn noch jemand hier? Such mal! Das kam von hier unten. Huch, was ist denn das? Robinson, Taschenbier! Robinson Taschenbier? Ja, darf ich Ihnen meinen Neffen vorstellen? Der kleine Robinson wollte so gern einmal seinen Onkel besuchen. Der will bei Ihnen bleiben? Das erlaube ich nie und nimmer. Ja, ich würde natürlich auch mehr Miete bezahlen. Mehr Miete? Na gut, dann kann er bleiben. Er muss sich aber vorher waschen. Pfui, wie du aussiehst. Ganz grün-gelb im Gesicht. Das kommt davon, weil dein Onkel so viel raucht. Und diese Nase, entsetzlich, wie ein Schweinerüssel. Das kommt davon, weil du mir in der Nase gebohrt hast. Los, verschwinde, ins Bad mit dir. Auf Wiedersehen, Frau Rotkohl. Viel Vergnügen, Frau Rotkohl. Habe die Ehre, Frau Rotkohl. Und nicht so viel Zigarren rauchen, Frau Rotkohl. Das schadet den Gardinen. So ein unverschämter Bengel. Aber Frau Rotkohl, seit wann darf man sich von Ihnen nicht höflich verabschieden? Ehe Frau Rotkohl etwas erwidern konnte, stand Herr Taschenbier auf und ging pfeifend aus dem Haus. Draußen blickte er sich um, aber vom Sams war keine Spur zu sehen. Nach einer Weile kam ein Autobus. Herr Taschenbier stieg ein, setzte sich auf einen der vorderen Plätze und begann Zeitung zu lesen. An der nächsten Haltestelle stiegen viele Leute zu. Hinten beim Schaffner war ein großes Gedränge und aus diesem Gedränge hörte er plötzlich eine durchdringende Stimme. Sams Stimme. Ich will eine Fahrkarte. Wohin denn? In die Hand. Wohin du fahren willst, will ich wissen. Ins Büro. Zeig mal dein Geld. Wieso? Weißt du nicht, wie Geld aussieht? Jetzt reicht's mir aber. Zahlst du nun oder nicht? Ja. Schmeckt gut, ist aus Metall. Jetzt hat mir doch der unverschämte Bengel mein Wechselgeld aufgefressen. Komm mal sofort hierher. Du sollst hierher kommen. Papa, da bist du ja Papa. Kastanienallee. Schnell, raus hier. Da haben wir aber Glück gehabt, Papa. Wenn du so weitermachst, landen wir beide noch im Gefängnis. Wieso fährst du überhaupt mit dem Bus? Ich wollte zu dir ins Büro. Das habe ich dir doch verboten. Du gehst jetzt wieder nach Hause. Zu der ollen Rotkohl. Na ja, dann meinetwegen auf den Spielplatz. Mag aber nicht. Ich gehe allein ins Büro und dabei bleibt es. Was du machst, ist mir egal. Die Bürotür war immer noch abgeschlossen. Wie am Vortag ging Herr Taschenbier quer über den Hof zum Wohnhaus von Herrn Oberstein und trat ein, als auf sein Klopfen niemand hereinsagte. Der Chef saß erschöpft auf einem Tellerstapel und starrte schweigend vor sich hin. Haben Sie den Schlüssel gefunden? Nein,
Es nützt alles nichts, ich muss die Bürotür aufbrechen lassen. Aber der Schlüssel muss doch da sein. Ich habe eine Krawattennadel gefunden, die ich schon 14 Jahre vermisst habe. Eine noch nicht gelesene Ansichtspostkarte aus dem Jahre 1931 mit einer wichtigen Mitteilung. Außerdem 8 Münzen, 3 Spielkarten und eine Schreibmaschine. Aber von dem Schlüssel fehlt jede Spur. Wo pflegen Sie denn, Ihre Schlüssel zu verstecken, Herr Taschenbier? Ich verstecke meine Schlüssel nie. Ich stecke ihn in die Hosentasche. Ja, das ist ja typisch, in die Hosentasche. Sie haben keine Fantasie. Wenn ich in die Hosentasche fasse, Nanu, was ist denn das? Was haben Sie, Chef? Na, so etwas. Dieser Schlüssel. Ich suche ihn überall und er steckt in meiner Hosentasche. Möchte wissen, wie er da hinkommt. Sehen Sie, ich hatte doch recht. Warum haben Sie das nicht schon gestern gesagt? Sie wollen ja nicht, dass ich Ihnen helfe. Naja, gut. Dann wollen wir mal den Schrank aufschließen. So. Na also, da ist ja der Büroschlüssel. Und nun schnell an die Arbeit. Herr Oberstein rannte mit dem Schlüssel über den Hof und stürmte ins Büro. Herr Taschenbier eilte hinterher. Herr Oberstein schrieb Rechnungen aus und Herr Taschenbier musste nachrechnen, ob alles stimmte, was der Chef zusammengezählt hatte. Herr Oberstein benutzte eine Rechenmaschine, Herr Taschenbier musste alles im Kopf ausrechnen, sozusagen als Kontrolle. Nach einer Weile wurde es dem Chef langweilig und er ging für eine halbe Stunde ins Wirtshaus. Wenn Herr Oberstein im Wirtshaus saß, konnte Herr Taschenbier am schnellsten rechnen. Er war so in seine Arbeit vertieft, dass er überhaupt nicht aufsah, als der Chef zurückkam. Aber es war gar nicht der Chef. Hallo, Papa. Schönes Büro hast du. Sehr zartes Papier. Schmeckt gut. Du bist mir also nachgegangen. Stimmt. Mach sofort, dass du hier verschwindest. Und vor allen Dingen hör auf, Papier zu fressen. Ich lass mir nicht verbieten. Schon gar nicht das Fressen. Mein Chef kommt gleich zurück. Na und? Ich wünsche, dass du dich versteckt hältst, wenn mein Chef kommt. Verstanden? Verstanden, Papa. Verstecken spiele ich gern. Ach, deinetwegen muss ich jetzt noch einmal von vorn beginnen. Was musst du denn machen? Rechnen. Ach so, ich dachte, was Schwieriges. Was glaubst du, wie schwierig das ist? Hör mal zu, was ich für große Zahlen zusammenzählen muss. 411 und 319 und 217 und 334 und 556 und 192 und 2346. Das ist schwierig, was? Das ist nicht schwierig, sondern 4375. Was sagst du? 4375. So ein Unsinn. Ja, warte mal, was hast du vorhin für eine Zahl gesagt? 4375. Ja, das stimmt. Wahrhaftig, das stimmt. Du hast die Zahl vom Zettel der Chefs abgelesen, hä? Nein, habe ich ausgerechnet. Also schnell rechne ich mal die Rechenmaschine. Nein, Rechenmaschine nicht, aber Samse. Dann könntest du mir ja helfen. Natürlich, Papa. 45 und 193 und 87 und 23 und 92, na? 440. Gut, weiter so. 48 und 33 und 67 und 125 und 67. Sams rechnete so schnell, dass Herr Taschenbier nach 10 Minuten mit seiner ganzen Arbeit fertig war. Als Herr Oberstein, der Chef, zurückkam, saß das Sams gut versteckt hinter dem Schreibtisch, während Herr Taschenbier sich damit beschäftigte, gelangweilt Papierkügelchen in den Papierkorb zu werfen. Ja, schon zurück, Chef? Sie haben wohl nichts zu tun, Taschenbier. Nein, Herr Oberstein. Ja, und was ist mit den Rechnungen? Alles ausgerechnet. Ach, was? Das gibt's doch gar nicht. Zeigen Sie mal hier. Ja, hier, bitte. Fantastisch. Taschenbier, Sie haben doch nicht etwa eine Rechenmaschine benutzt? Nein, das habe ich alles im Kopf ausgerechnet. Wenn einer das alles im Kopf rechnet, braucht er mindestens 6 Stunden. Es ist ja schon 5 Uhr. 5 Uhr? Reden Sie keinen Unsinn. Schauen Sie doch auf die Uhr, die... Tatsächlich. 5 Uhr. Wie ist denn das möglich? Ich hätte schwören mögen, dass es höchstens 12 ist. Geht ganz nach Gedächtnisschwund aus, Herr Oberstein. Gedächtnisschwund. Du? Was ist das? Was meinen Sie, Herr Oberstein? Ich habe den Zettel in den Papierkorb geworfen, aber er kommt wieder zurück auf meinen Schreibtisch geflogen. Ausgeschlossen. Da! Sehen Sie, das ist doch nun schon das dritte Mal. Ich habe nichts damit zu tun. Also, das ist mir unheimlich. Bestimmt gibt es dafür eine Erklärung. Sie können wir heute Schluss machen, Taschenbier. Ja. Die Suche nach dem Schlüssel hat mich ziemlich mitgenommen. Ich gehe heute sehr früh zu Bett. Ich glaube, die Uhr geht falsch, Herr Oberstein. Ich bleibe lieber noch ein wenig hier. Ach was, wenn ich sage, Sie sollen gehen, dann gehen Sie. Verstanden? Da ist dieses blöde Papier schon wieder. Da hat ja einer etwas draufgeschrieben.
Taschenbier, waren Sie das? Ich habe nichts geschrieben, Herr Oberstein. Aber da steht doch etwas hier. Sehen Sie. Ja, das ist Ihre Schrift, Herr Oberstein. Das müssen Sie geschrieben haben. Ja, meine Schrift. Wahrhaftig. Sie haben recht. Was habe ich denn da geschrieben? Taschenbier und Oberstein sitzen im Büro. Taschenbier hat Grips im Kopf. Oberstein nur Stroh. Stroh. Ach, Herr Taschenbier. Mit mir steht es schlechter, als ich dachte. Bleiben Sie mal den Rest der Woche zu Hause. Ich brauche dringend Ruhe. Ruhe. Ruhe brauche ich. Ich lege mich sofort ins Bett und schlafe bis übermorgen. Wir sehen uns am Montag wieder, ja? Wiedersehen, Taschenbier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Oberstein. Und gute Besserung, Herr Oberstein. Entsetzlich. Jetzt sehe ich schon Hirngespinste. Was sehen Sie denn? Dinge, die es gar nicht gibt. Was denn? Eben habe ich mir eingebildet, ich hätte einen rothaarigen Affen in einem Taucheranzug aus dem Büro rennen sehen. Entsetzlich, nicht wahr? Entsetzlich. Ich glaube, ich schlafe lieber gleich bis Freitag. Darauf machte sich Herr Oberstein auf den Weg ins Bett und Herr Taschenbier verließ ebenfalls das Büro und ging um die nächste Straßenecke, wo das Sams schon wartete. Da hast du ja was Schönes angerichtet. Was sehr Schönes. Mittwoch, Donnerstag und Freitag frei. Und heute schon um 12 Uhr Schluss. Sehr, sehr schön. Dann können wir den ganzen Nachmittag spazieren gehen. Meinetwegen. Wie war eigentlich mein Gedicht? Sehr frech. Dann war es richtig. Achtung, jetzt kommt noch ein Gedicht. Wieder so frech? Überhaupt nicht. Taschenbier und Robinson kommen vom Büro her. Der Chef, der hat schon Schluss gemacht. Da ist der Papa froh sehr. Nicht nur der Papa. Natürlich, das habe ich so gesagt, weil es sich sonst nicht reimt. Achtung, jetzt kommt noch ein Gedicht. Was, schon wieder eins? Es ist das letzte für heute. Heute ist das Wetter fein, man geht aus und bummelt. Drum hat der Sams am Oberstein ganz fürchterlich beschummelt. Das kann man wohl sagen. Hierauf hörte das Sams auf zu dichten und die beiden gingen den ganzen Tag miteinander spazieren. Da war auch der Dienstag zu Ende. Und damit ist auch unsere Geschichte zu Ende. Jedenfalls der erste Teil davon. Es geht nämlich noch weiter. Denn eine Woche dauert ja nicht von Samstag bis Dienstag. Sie hat 7 Tage. Auch eine Woche mit Sams. Am Mittwoch wurde Herr Taschenbier vom Singen des Sams geweckt. Oberschein und Unterschein, alles muss versteckt sein, auch hinter Stein und Vorderstein, der Papa will geweckt sein. Warum brüllst du nicht gleich, ich bin hier im Zimmer, damit es alle Welt merkt? Gestern haben wir uns hier hineingeschlichen und heute machst du einen Lärm wie eine Alarmanlage. Entschuldige, Papa, ich habe aus Versehen gesungen. Das war nicht aus Versehen, das war aus vollem Hals. Da haben wir die Bescherung. Frau Rotkohl hat alles gehört. Herr Flaschenbier! Taschenbier, bitte! Herr Flaschenbier, Sie haben ja noch immer diesen Robinson bei sich, diesen Flegel. Sofort schließen Sie die Tür auf! Wenn man ein Zimmer gemietet hat, darf man das auch abschließen. Sehr gut, du hast schon etwas gelernt, Papa. Wir sprechen uns noch, Herr Flaschenbier! Was haben wir nun davon, dass du auch immer singen musst? Andere Kinder singen auch. Andere Kinder können um diese Zeit gar nicht singen, weil sie da schon in der Schule sitzen. Schule, bäh. Du hast gar nicht die Zunge herauszustrecken. Die Schule würde dir ganz gut tun. Da lernt man, wann man singen darf und wann nicht. Ich singe, wann ich will. Und wenn ich nicht will, dann singe ich nicht. So ist es richtig, weil es mir so gefällt. Ich wünschte, du würdest mal eine Schulstunde mitmachen. Dann würdest du anders reden. So ein blöder Wunsch. So ein strohblöder Wunsch. Nachdem das Sams seinem Missfallen laut Ausdruck gegeben hatte, zog es sich an, machte sich fertig und sauste in die Schule. Als Studienrat Groll in die Klasse kam, herrschte dort große Aufregung. Ruhe! Was soll der Lärm? Da ist ein Neuer. Was für ein Neuer? Der sieht so komisch aus. Hä? Fährt man an, so wie ein Froschmann. Und das ganze Gesicht voller Tintenflecke. Ruhe! Nicht alle durcheinander. Setzen.
Kannst du nicht aufstehen? Hä? Doch. Warum sitzt du hier in der ersten Bank? Ich sitze nicht in der ersten Bank. Wieso? Weil ich stehe. Keine Frechheiten. Setzen. Ich meine, wer dich da hingesetzt hat. Ich habe mich ganz allein hingesetzt. Hier setzt sich keiner allein irgendwo hin. Hier bestimme ich, wer sich wo hinsetzt. Sofort kommst du aus der Bank. Klaus Friedrich Ochs? Hier. Wo sind noch Plätze frei? Es ist noch ein Platz frei, Herr Studienrat. Dort in der ersten Reihe. Gut, dann darf er sich in die erste Bank setzen. Wie heißt du? Robinson. Du sollst ja nicht lachen. Warum nicht? Weil man hier nicht lacht. Doch, man lacht hier. Schau her. Ruhe! Ruhe! Außerdem sagt man nicht du zu mir. Das solltest du in deinem Alter schon längst wissen. Wie denn dann? Du sagst sie zu mir, verstanden? Sie? Bist du denn eine Frau? Nimmel! Mich als Frau zu bezeichnen. So eine Frechheit. Ist eine Frau denn etwas Schlimmes? Nein, natürlich nicht. Warum schimpfst du dann? Sie! Sie schimpft? Ich kann sie gar nicht sehen. Wen? Die Frau, die schimpft. Wer hat denn was von einer Frau gesagt? Du. Sie. Schon wieder sie. Das scheint aber eine freche Frau zu sein. Überall mischt sie sich ein. Hör jetzt endlich auf, von deiner Frau zu faseln. Das ist nicht meine Frau. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin viel zu jung, um... Ruhe, Ruhe, Ruhe. Meinst du mich? Sie. Ach so, die Frau. Du heißt doch nicht nur Robinson. Wie heißt du denn noch? Taschenbier. Was? Taschenbier. Robinson Taschenbier. Aha. Und warum hast du so einen komischen Anzug an? Weil wir anderen immer platzen. Platzen? Wie denn? So. Au! Lass sofort mein Ärmel los. So ist mein Anzug immer geplatzt. Wie der Ärmel. Genauso. Raus! Stell dich vor die Tür. Geh auf der Stelle. Du kannst von Glück sagen, dass man die Schüler nicht mehr verhauen darf. Früher hätte ich den Rohrstock geholt. Au, fein, Rohrstock schmeckt gut. Raus! Mach sofort, dass du aus dem Zimmer kommst. Wenn du meinst, dann geh ich schon. Hier wäre ich sowieso nicht lange geblieben. Ha, was soll man denn von einem Lehrer lernen, der nicht einmal weiß, ob er ein Mann oder eine Frau ist? Und er die einfachsten Fragen nicht beantworten kann. Hinaus, 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 hinaus! Es hat geknallt. Da scheint irgendetwas hinuntergefallen zu sein. Oh, da kommen ja noch mehr Bücher geflogen. In dieser Klasse ist es mir zu laut. Ich werde mir eine andere suchen. Das Sams schlenderte den langen Gang entlang und blieb erst stehen, als es aus einem Klassenzimmer lautes Lachen hörte. Das klingt besser. Bist du aber eine kleine Lehrerin? Ich würde sagen, eine junge Lehrerin, denn klein bin ich nicht für mein Alter. Und wer bist du? Ich bin ein Neuer. Ich heiße Robinson. Dann such dir einen Platz. Aber beeil dich, wir wollen nämlich weitermachen. Na schön. Meinetwegen kann es weitergehen. Ich habe einen Platz gefunden. Das freut mich. Aufgepasst. Wir machen weiter. Ich habe euch gerade erklärt, wie eine Wolke entsteht. Wer kann es wiederholen? Ich. Warum ist denn die Lehrerin so jung? Das ist doch überhaupt keine Lehrerin. Das ist Barbara. Unser richtiger Lehrer sitzt da drüben in der Bank. So ein fauler Kerl. Das nimmst du sofort zurück. Warum tut er denn nichts, euer Lehrer? Weil wir alles selber können. Jeder, der will, darf Lehrer spielen. Und nur, wenn einer nicht mehr weiter weiß, erklärt es der echte Lehrer. Barbara ist besonders gut in Erdkunde. Deswegen ist sie immer die Lehrerin, wenn es um Erdteile, Städte oder Länder geht. Bernd kann gut rechnen. Er hat uns allen das 1x1 beigebracht. Und so geht es weiter. Jeden Tag haben wir andere Lehrer. Alle passen auf, dass es nie langweilig wird. Und die Schule macht Spaß. Jeder darf Lehrer spielen. Ja. Dann will ich auch Lehrer spielen. Du, Barbara. Was ist los? Der Robinson möchte Lehrer sein. Der Robinson? Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Wer möchte, dass Robinson den Lehrer macht? Meldet euch. Also, alle? Gut, komm, Robinson. Du bist jetzt der Lehrer. Danke. So, ihr könnt wohl nicht aufstehen, was?
Ruhe! Ruhe! Ach, was habe ich denn falsch gemacht? So ist doch kein Lehrer. Lehrer brüllen doch nicht so herum. Was willst du uns überhaupt beibringen? Doch hoffentlich nicht das Schreien. Nein, ich wollte eine Dichtstunde abhalten. Eine Dichtstunde? Heißt das, dass du dichtest und wir zuhören müssen? Das ist aber langweilig. Nein, wir dichten zusammen. Ich beginne mit der ersten Zeile und einer von euch erfindet die zweite. Sie muss sich natürlich auf die erste reimen. Zur Belohnung darf er dann eine dritte Zeile dichten und die anderen müssen eine vierte finden, die sich auf die dritte reimt und so weiter und so weiter. Das habe ich nicht verstanden. Du wirst es schon verstehen, wenn wir erst einmal anfangen. Also ich beginne, mein Name, der ist Robinson. Na und? Was soll das? Das weiß ich doch schon. Sehr gut, jetzt haben wir schon die ersten beiden Zeilen. Mein Name, der ist Robinson. Na und? Was soll's? Das weiß ich schon. Jetzt darfst du eine Zeile anhängen. Eine dritte Zeile? Dann dichte ich einfach so weiter wie du. Mein Name, der ist Barbara. Wer will weiter dichten? Du, na gut, dann sag's. Dein Name, der ist Barbara. Der Affe wohnt in Afrika. Gut, jetzt darfst du weiter dichten. Mein Name, der ist Roderich. Na, wer dichtet weiter? Ha, na, meldet sich der echte Lehrer. Bitte sehr. Dein Name, der ist Roderich? Doch, liebe Kinder, glaube ich, dass unsere Art zu dichten hier nicht sehr weit führt. Denn sage mir, was nützt, wenn jeder, den man fragt, nichts als nur seinen Namen sagt? Zwar reimt es sich, doch ist noch nicht ein jeder Reim auch ein Gedicht. Sehr gut, das hätte ich fast nicht besser dichten können. Aber wie sollen wir denn weitermachen? Ja, ich würde sagen, unser Gedicht soll irgendeine Geschichte erzählen. Was hat der Affe in Afrika mit unserer Barbara oder dem Roderich zu tun? Wir müssen ein Dings da... Ja, sehr gut. Wir müssen ein Gedicht über das Dings da machen. Achtung, es geht los. Es war einmal ein Strauß. Der stellte ein Dings da vors Haus. Da kam dazu die Amma. Was hat die denn gemacht? Da sollst du doch weiter dichten. Ach so, da kam dazu die Amma, die erschlug den Strauß mit dem Hammer. Pfui, wie grausam. Außerdem wollen wir wissen, was mit dem Dings da geschieht, nicht mit dem Strauß. Naja, dann dichte ich eben so weiter. Da kam dazu die Amma, die zerschlug das Dings mit dem Hammer. So eine Gemeinheit. Dann ist ja das Gedicht zu Ende. Ja, wie würdest du denn weiter dichten? So, da kam dazu die Amma... Die rollte das Dings da zur Kammer. Sehr gut. Jetzt haben wir das Dings da schon im Haus. Wie geht es jetzt weiter? Dort drinnen legte der Fisch das Dings da auf den Tisch. Jetzt kam der Frosch an die Reihe. Der schleppte das Dings da ins Freie. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir das Dings da mühsam ins Haus gebracht, auf den Tisch gelegt und er schleppt es einfach wieder hinaus. Wer findet einen anderen Reim auf Reihe? Na? Jetzt kam der Frosch an die Reihe, der betäubte das Dings da mit Kleie. Seine Söhne, drei wildschöne Quappen, umhüllten das Dings da mit Lappen. Hierauf verstaute die Kuh das Dings da in einen Schuh. Der Stieglitz, der Storch und der Stier verpackten den Schuh in Papier. Jedoch zwei uralte Raben, die wollten's im Schuh nicht haben, so erbarmte sich ihrer die Maus... und packte das Dings wieder aus. Und wie soll es weitergehen? Jetzt können wir das Dings da doch nicht wieder einpacken. Nein, aber man muss etwas mit ihm unternehmen. Wie wäre es so? Die Muschel befahl durch die Schalen, man sollte das Dings da bemalen. Doch ein Schwein mit schlechtem Betragen versuchte, am Dings da zu nagen. Sogleich begannen zwei Katzen... mit den Krallen am Dings da zu kratzen. Auch konnten es zwei unreife Schnecken... Na, hast du eine zu schwierige Zeile erfunden? Keiner weiß einen Reim darauf. Doch, ich weiß einen. Ich wollte nur sehen, ob auch einem von euch etwas eingefallen wäre. Dann dichte jetzt weiter. Auch konnten es zwei unreife Schnecken nicht lassen, am Dings da zu lecken. Unserem Dings da geht's immer schlechter. Erst wird es angenagt, dann zerkratzt und jetzt beleckt. Es kommt noch schlimmer. Ich weiß nämlich, wie wir weiter dichten. Gut, mach weiter. Die Assel kroch grau aus dem Keller und warf auf das Dings da fünf
Stella! Jetzt müssen wir aber langsam zum Schluss kommen. Ich weiß einen. Barbara dichtet weiter. Am Ende warf der Igel das Dings da in den Spiegel. Nein, das geht nicht. Das ist kein schöner Schluss. Weißt du einen besseren? Da keinem etwas einfällt, muss ich wohl erzählen, was mit dem Dings da geschehen ist. Das Dings da blieb im Spiegel stecken und alle sahen voller Schrecken, hier war ein Wunderwerk geschehen. Denn im Spiegel war nun ein Asknid zu sehen. Ein Asknid? Was ist denn das? Hört euch nur die nächsten Zeilen an, vielleicht kommt ihr von allein drauf. Passt auf. Im Spiegel war nun ein Asknid zu sehen. Tja, sprachen die alten Raben gelehrt, im Spiegel wird alles seitenverkehrt. Drauf gingen alle aus dem Haus, die Kuh, der Stier, der Frosch, die Maus und schließlich die uralten Raben. Denn ein Asknid wollte keiner mehr haben. Sehr schön, Robinson. Und wir gehen jetzt auch alle aus dem Haus, denn es hat schon längst geklingelt. Die Schule ist für heute aus. Auf Wiedersehen. Auch das Sams ging nach Hause. Herr Taschenbier wollte es gar nicht glauben, dass das Sams in der Schule gewesen war. Jetzt wollte er es ganz genau wissen. Sag mal, warst du wirklich in der Schule? Natürlich, du hast es doch gewünscht. Oh, das tut mir aber leid. Aber nein, Papa, das braucht dir überhaupt nicht leid zu tun. Schule gefällt mir fast noch besser als Kaufhaus. Man muss sich nur den richtigen Lehrer aussuchen. Warst du denn bei mehreren Lehrern? Ha, bei vielen. Und wer war der Beste? Der Beste? Der beste Lehrer war der, der heute eine Dichtstunde gehalten hat. Ah, das muss der Deutschlehrer gewesen sein. War das so ein langer Hagerer mit blonden Haaren? Nein, Papa, das war so ein kleiner, dicker, mit roten Bürstenhaaren. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, dann hatte er eine Gummihose an. Am Donnerstag wachte Herr Taschenbier von allein auf. Weder Weckerklingeln noch Samssingen hatten ihn geweckt. Herr Taschenbier blinzelte nach der Uhr. 11 Uhr? Das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht sein. Hätte ich denn singen sollen? Natürlich nicht. Ich fühle mich richtig schön ausgeschlafen. Nanu, du bist ja schon wieder ein Stück gewachsen. Und das Waschen zeigt auch erste Erfolge. Von deinen blauen Flecken ist kaum noch was zu sehen. Was wollen wir denn heute unternehmen? Vielleicht können wir dir Rotkohl Wasser in die Schuhe kippen. Was? Oder wir holen uns Käsekugeln und spielen in der Küche Fußball. Oh, na hör mal, aber... Dann könnten wir auch noch ein Seil vom Schrank zur Lampe spannen und Seiltanzen üben. Wozu hättest du denn Lust? Ich wüsste schon, was ich am liebsten täte, aber... Aber das geht nicht. Ach, was wäre denn das? Am liebsten würde ich einmal einen ganzen Tag im Bett verbringen und überhaupt nichts tun. Höchstens lesen. Na und warum soll das nicht gehen? Du hast doch frei heute. Herr Oberstein hat dir die ganze Woche freigegeben. Na ja, das macht man halt nicht. Stell dir vor, Frau Rothkel kommt ins Zimmer und ich liege noch im Bett. Na, was denkt die dann wohl? Was soll die schon denken? Vielleicht morgen ist Freitag oder gestern war Mittwoch. Und selbst wenn sie denken würde, Herr Taschenbier liegt noch im Bett, was ist denn schon dabei? Ich hätte wahrscheinlich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen? Ich könnte 3 Tage im Bett liegen und hätte keines. Höchstens Langeweile. Du hast es nur noch nicht versucht. Heute bleibst du im Bett, Papa. Schluss, aus, abgemacht. Und was soll ich essen? Essen? Du hast gesagt, du willst höchstens lesen. Na ja, aber ich habe Hunger. Na gut, du bekommst etwas zu essen. Aber du musst im Bett bleiben. Ich werde es besorgen. Dort in der Hosentasche findest du Geld. Du kannst zu einer Würstchenbude gehen und mir ein paar Knackwürstchen mit Brot kaufen. Ich hebe dich aus dem Fenster, dann kaufst du ein und anschließend ziehe ich dich wieder herein. Die Rotkohl soll nicht merken, dass du immer noch da bist. Das kommt nicht in Frage. Wenn du einen Tag im Bett bleiben willst, musst du es auch wirklich streng einhalten. Du darfst nicht zwischendurch aufstehen, um mich aus dem Fenster zu heben. Und wie willst du dann hinauskommen? Na, ich klettere hinaus. Ja, und wie kommst du herein? Du kannst doch nicht alleine hochklettern, wenn du das ganze Essen in der Hand hast. Ich will ja gar nicht hinein. So, aha. Ich soll nur hungern. Wieso hungern?
Ich muss schließlich nicht hinein, sondern das Essen. Also muss ich doch aufstehen, um die Knackwurst abzunehmen. Du bleibst im Bett. Das Essen wird schon raufkommen. Wie soll es denn ins Zimmer gelangen, wenn du es nicht raufbringen kannst und ich es nicht holen darf? Ah, dafür sorgt die KBA. Was? Die KBA? Was ist denn das? Die Knackwurst-Bringanlage. Ach so, ein Unsinn. Wo ist denn hier eine KBA? Noch ist keine da. Aber schließlich hast du ja einen Sams im Haus. Hey, wo willst du hin? Einen Besen und ein Körbchen holen. Wozu brauchst du einen Besen und ein Körbchen? Hey, Sams! Sams, pass auf, dass dich Frau Rotkohl nicht sieht. Sie hat nichts gemerkt. Was willst du mit dem Besen? Doch nicht etwa das Zimmer ausfegen. Nein, Papa, das ist ein Teil der KBA. Das Sams entwickelte jetzt eine rege Tätigkeit. Zuerst holte es einen Stiefel aus dem Schrank, dann füllte es die Aktentasche mit schweren Büchern. Es nahm eine Flasche aus dem Regal und biss ein Stück Schnur von der Rolle ab, die im Rucksack lag. Dann knotete es das eine Ende an der Lampe und das andere am Stiefel fest. Jetzt hing der Stiefel an der Lampe und pendelte hin und her. Das Sams fasste nach dem Stiefel und stellte ihn auf die Türklinke. Nun nahm es die Flasche, schob sie unter den hochgehobenen Stuhl und setzte ihn so ab, dass ein Stuhlbein auf der Flasche stand. Zum Schluss kehrte es den Besen um, sodass der Stiel nach unten wies, lehnte ihn senkrecht an die Wand, nahm die schwere Aktentasche, stieg damit auf den Tisch und setzte sie von dort oben aus auf den Besen. Der Rest war einfach. Das Sams knüpfte eine zweite Schnur ab, führte sie über die Gardinenstange und ließ das andere Ende aus dem Fenster, nachdem er das Körbchen daran gebunden hatte. Das Sams betrachtete die ganze Anlage sachkundig. Es schien zufrieden. Herr Taschenbier war anderer Ansicht. Das ist aber eine wackelige Angelegenheit. Ein kleiner Stoß und der Stuhl fällt um. Das muss so sein. Das andere ist noch gefährlicher. Ein kleiner Schubs gegen den Besenstiel und die Aktentasche fällt herunter. Richtig, so soll es sein. Bist du jetzt fertig? Ja. Ich brauche jetzt nur noch deinen Spazierstock, Papa. Ein Spazierstock? Warum denn das? Langsam glaube ich, du spielst meinen dummen Streich und ich helfe dir noch dabei. Aber nein, Papa, wie kannst du so etwas denken? Du brauchst den Spazierstock, damit du dir vom Bett aus das Körbchen mit der Knackwurst angeln kannst, wenn es durchs Fenster kommt. Du darfst doch nicht aufstehen. Wie soll das Körbchen denn kommen noch? Du redest doch Unsinn. Natürlich kommt das Körbchen. Du musst nur Frau Grünkohl rufen, wenn ich draußen pfeife. Ich kann nicht Frau Grünkohl rufen. Sonst fühlt sich Frau Rotkohl beleidigt und kommt schimpfend ins Zimmer. Sie kann nicht ins Zimmer, ich habe abgeschlossen. Ich werde trotzdem nicht Frau Grünkohl rufen. Du musst es aber, sonst funktioniert die KBA nicht. Na gut, obwohl ich nicht an deine Knackwurst-Bringanlage glauben kann. Du wirst es schon sehen, Papa. Herr Taschenbier hatte ungefähr eine Viertelstunde gewartet, als das Sams mit den Knackwürsten unter dem Fenster anlangte. Es zog den Korb zu sich heran und legte Brot und Wurst hinein. Dann steckte es zwei Finger in den Mund und pfiff. Hey, Papa! Hast du nicht gehört? Ich hab gepfiffen! Natürlich habe ich es gehört! Warum rufst du da nicht? Du musst Frau Grünkohl rufen! Pass auf! Ich pfeife noch einmal. Frau Grünkohl! So eine Frechheit! Was erlauben Sie sich denn eigentlich noch alles, Herr Flaschenbier? Oh! Herr Flaschenbier! Was erlauben Sie sich da? Sie demolieren das ganze Zimmer! Frau Rotkohl hatte die KBA in Gang gesetzt, denn als sie draußen die Klinke nach unten drückte, fiel drinnen der Stiefel herunter, der darauf gelegen hatte. Weil er an der Lampe festgebunden war, fiel er nicht zu Boden, sondern schwang an der Schnur zurück und stieß gegen den schräggestellten Stuhl. Durch den Anprall bekam der Stuhl das Übergewicht und fiel gegen den Besenstiel. Der wurde beiseite geschleudert und die Aktentasche, die darauf gestanden hatte, stürzte zu Boden. Da das eine Ende der Schnur an der Tasche befestigt war und mit ihr nach unten gezogen wurde, stieg das Körbchen am anderen Ende in die Höhe und hing mit seinem knackigen Inhalt unter der Gardinenstange.
und der Taschenbier brauchte wirklich nur noch den Spazierstock zu nehmen und das Körbchen zu seinem Bett herüberzuziehen. Wenig später kam das Sams durch das Fenster geklettert und fragte: War das nicht eine schöne KPA? Ganz erstaunlich. Allerdings hätte es genügt, wenn du einfach das Körbchen an einer Schnur hinuntergelassen und später wieder heraufgezogen hättest. Ach ja, das stimmt schon. Aber es hätte nicht halb so viel Spaß gemacht. Und nicht ein Viertel so viel Krach. Bleibst du den ganzen Tag im Bett? Ja. Sehr gut. Ich werde spazieren gehen. Es ist mir so langweilig hier. Immer im Zimmer. Da habe ich ja gereimt, ohne es zu wollen. Ich bin ein guter Dichter, dass ich sogar dichte, wenn ich nicht will. Ganz erstaunlich. Ich gehe jetzt. Bis nachher, Papa. Immer im Zimmer. Das Sams ging allein spazieren. Zuerst spielt es mit einer leeren Dose Fußball, dann gelangt es zu einem Kinderspielplatz. Das Sams stieg in den Sandkasten und sah den Kindern beim Spielen zu. Mach dich nicht schmutzig, Peter. Wirf nicht mit Sand, Uli. Gib sofort die Schaufel zurück. Lauf nicht so schnell, du fällst sonst hin. Was macht ihr denn da? Das siehst du doch, wir backen Sandkuchen. Schmeckt gut. Kann ich noch einen Kuchen haben? Seht mal, da ist Sandkuchen. Hör auf, Sand zu essen. Du bist ein ganz ungezogenes Kind. Warum denn? Sand schmeckt doch gut. Sand ist ungesund. Das schadet dem Magen. Schadet dem Magen? Das kann ich nicht glauben. Du Magen, schadet dir Sand? Nein, Robinson, Sand schadet mir überhaupt nicht. Siehst du, mein Magen sagt, es schadet ihm überhaupt nicht. Wenn du noch einmal Sand isst, schicken wir dich vom Spielplatz. Geh zu den Größeren an die Rutschbahn. Hier machst du zu viel Unsinn. Ich gehe, aber nur, weil es mir hier nicht gefällt. So, ihr seid alle dumm, 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 dumm. Drum von diesem Ort gehe ich fort. Weg aus dem Weg! Wieso? Ich bin jetzt dran. Wer hier runterrutscht, bestimme ich. Du bist noch lange nicht dran, also verschwinde. So eine Gemeinheit. Warum lässt du dir denn das gefallen? Was soll ich denn tun? Der Hubert ist doch der Stärkste. Hubert? Ist das der Junge, der da oben kommandiert? Der soll stark sein? Hast du irgendwelche Zweifel? Da schau an. So ein kleiner Junge und kann schon reden. Ich bin nicht klein. Du bist ja ein Wunderkind. Ich gebe dir gleich ein Wunderkind. Nein, danke. Ich kann keines gebrauchen. Aber das kannst du gebrauchen. Einen Tritt. Meinst du das? Au! Da hast du, was du brauchst. Ich hoffe, du liegst bequem. Hubert ist hingefallen. Warte, hier werde ich zeigen. Jetzt rutsche ich erstmal da herunter. Und zwar auf den Bauch. Juhu! Was? Klasse! Na, Wunderkind. Das musst du erstmal nachmachen, bevor du hier große Töne spuckst. Irrtum. Der werde ich jetzt zeigen. Aha, zeigen ist das alles, was du kannst. Pass auf, ich kann auch mehr. Jetzt rutsche ich die Rutschbahn hinunter. Oh, und rückwärts wieder hin. Wie hast du das gemacht? Na, Wunderkind, was sagst du dazu? Du wirst schon sehen, was mit dir geschieht, wenn ich meinen großen Bruder hole. Wo ist der denn? In der Stadt. Das ist gut. Wenn du sowieso in die Stadt gehst, könntest du gleich meinen 5 Brüdern Bescheid sagen, dass sie auch kommen sollen. Du findest sie im Boxverein. Sie üben dort für die Europameisterschaften. Du kannst mich überhaupt nicht ärgern. Du mit deinem doofen Anzug. Das ist kein doofen Anzug, sondern ein Taucheranzug. Aber das kannst du nicht wissen. Du hast auch sicher noch nicht im stillen Ozean nach Haifischen gejagt. Nach Haifischen? Ist das wirklich ein Taucheranzug? Du warst
im stillen Ozean? Erzähl mal. Ich will euch doch nicht mit meinen Familiengeschichten langweilen. Du langweilst uns nicht. Los, erzähle. Ich war natürlich mit meinem Papa da. Wie heißt der? Ist der Kapitän? Hat der auch so eine Nase wie du? Mein Papa heißt Taschenbier. Taschenbier. So ein komischer Name. Gefällt ihr euch etwa nicht? Mein Papa ist Steuermann auf einem großen Schiff. Und wie heißt der Kapitän? Der Kapitän heißt Oberstein. Er versteckt immer den Anker, damit ihn die Diebe nicht stehlen können. Und manchmal findet er ihn nicht wieder, dann bekommen alle Matrosen frei. Wir haben außerdem noch eine Köchin auf unserem Schiff. Sie heißt Rotkohl. Warum lacht ihr denn nicht über die Rotkohl? Das ist doch wirklich ein komischer Name. So, nun fang endlich an. Womit? Mit der Geschichte. Wie du Haifische gejagt hast. Also schön. Wir fahren mit unserem schönen Schiff auf dem tibetanischen Ozean. Ich dachte, es war der stille Ozean. Wird sich doch mal versprechen dürfen. Ich meine natürlich den ruhigen Ozean. Wie sieht er denn aus? Na, wie soll er schon aussehen? Oben ist der Himmel und unten ist das Wasser. Auf diesem Wasser fahren wir also mit 80 Sachen dahin. Ich liege gelangweilt am Deck und lasse mich von der heißen Sonne bescheinen. Da sehe ich plötzlich links von mir eine riesige, viereckige Flosse aus dem Wasser ragen. Oder war es rechts? Lass mich nachdenken, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Haifische haben aber dreieckige Flossen. So, haben sie? Unterbrich mich nicht immer beim Nachdenken. Wo war ich stehen geblieben? Bei der viereckigen Flosse. Ach so, bei der Flosse, ja. Also, ich rufe sofort den Kapitän. Captain, was ist das für ein seltsamer Fisch? Das kann kein Hai sein. Er hat eine viereckige Flosse. Der Kapitän sieht über Bord, wird ganz bleich und hält sich am Mast fest. Dann stammelt er, das ist Ben Groll, der Mordhai. Hoch, wir sind verloren. Er hat schon mehr Seeleute aufgefressen als jeder Elefant. Elefanten fressen doch überhaupt keine Seeleute auf. Na eben, deshalb, das sagte ich doch. Und warum hatte er eine viereckige Flosse? Die Spitze wurde ihm bei einem Kampf abgeschossen. Und was hast du gemacht? Hast du ihn gejagt, den Mordhai? Na, ich zog mir sofort meinen Taucheranzug an, nahm eine Rolle Schnur in die Hand und stürzte mich vom Schiff aus ins Meer. Gerade neben die viereckige Mordhai-Flosse. Entsetzlich, um Gottes Willen! Was ist denn dann geschehen? Ich habe ihn überwältigt und ihm sein großes Mordhai-Maul zugebunden. Wie denn? Wie hast du das gemacht? Na, mit der Schnur, die ich mitgenommen hatte. Nein, wie du ihn überwältigt hast, wollen wir wissen. Ich kann euch nicht jede kleinste Kleinigkeit erzählen. Jedenfalls haben wir ihn an der Schnur hinter unserem Schiff hergezogen bis zum nächsten Hafen. Und wo ist er jetzt? Jetzt? Jetzt schwimmt er bei Frau Rotkohl in der Badewanne. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie nächste Woche besuchen und nach dem Haifisch fragen. Aber ihr dürft nicht alle auf einmal kommen, sondern hübsch der Reihe nach. Und ihr müsst sehr oft klingeln, dann freut sie sich ganz besonders. Auf Wiedersehen, Freunde, ich muss nach Hause. Am nächsten Morgen wurde Herr Taschenbier wieder durch lautes Singen geweckt. Das Sams hatte die große Schreibtischschublade herausgezogen, sie auf den Boden gestellt und sich hineingesetzt. Jetzt ruderte es mit dem Spazierstock durch die Luft und sang dabei: Kommt einmal ein Hai vorbei, gibt es viel Geschrei. Kommt das Sams im Nu dazu, gibt es sofort. Aha, Robinson spielt wieder einmal Alarmanlage. Nein, ich spiele Schiff. Hä? Bist du denn immer noch nicht wach? Doch, jetzt bin ich wohl oder übel wach. Bei diesem Lärm würde sogar ein Tauber rückwärts aus dem Bett fallen. Rückwärts? Dann wäre ja plötzlich ein Rebuat und wüsste gar nicht wieso. Hä? Ein Rebuat? Wenn Robinson rückwärts aus dem Bett fällt, wird er ein Nosnibor. Und wenn der Eduard hinterherfällt, ist er mit einmal ein Draude. Natürlich nur, wenn er auch rückwärts unten ankommt. Nosnibor? Draude? Ich verstehe kein Wort. Dann lies doch Robinson einmal rückwärts. Oder Eduard. Ah, so ist das.
Na, dann dürfen eben nur Leute rückwärts aus dem Bett fallen, die Otto oder Anna heißen. Ja, da wir gerade beim Fallen sind, mir fällt eben ein Gedicht ein. Ich werde es jetzt vortragen. Muss das sein, so früh am Morgen? Früh am Morgen? Ich bin schon seit 3 Stunden wach. Du hast doch gestern nicht den ganzen Tag im Bett verbracht. Du weißt ja gar nicht, wie das anstrengt. Wenn du so weitermachst, wirst du so faul wie der Uderkack. Hä? Was ist denn das schon wieder? Du willst ja kein Gedicht hören. Na, dann fang schon an, sonst platze ich noch vor Ungeduld. Also schön, pass auf. Uderkack und Lidokork. Das war ein kurzes Gedicht. Das ist doch nur die Überschrift. Ach so, nur die Überschrift. Das hat man nun davon, wenn man seinen Papa einen ganzen Tag im Bett liegen lässt. Jetzt macht er sich schon über mich lustig. Also das Gedicht heißt Uderkack und Lidokork. Ein großes grünes Lidokork, das badete im Nil. Dann stieg es rückwärts aus dem Fluss und war ein Krokodil. Da rennt zum kleinen Uderkack das grüne Ungetüm. Flieg rückwärts aus dem Wald heraus, befiehlt es ungestüm. Der Kleine schüttelte den Kopf, er war zu faul dazu. Drum wurde aus dem Uderkack niemals ein Kakadu. Na, was sagst du dazu, Papa? Ja, gar nicht schlecht. Hast du schon gekannt oder eben erst erfunden? Ganz frisch gedichtet. Trotzdem muss ich dich bitten, die Schublade wieder einzuräumen, während ich mich jetzt wasche und anziehe. Das ist keine Schublade, das ist ein Boot. Dann wirst du eben das Boot einräumen. Noch vor dem Frühstück? Noch vor dem Frühstück, ich wünsche es. Also gut. Sag mal, du hast ja überhaupt keine blauen Punkte mehr im Gesicht. Hast du dich gewaschen? Überhaupt keine Punkte? Wo ist dein Spiegel? Beruhige dich, ein paar Punkte sind noch da. Aber der große auf der Nasenspitze ist weg. Dabei möchte ich wetten, dass er vorhin noch zu sehen war. Du hast ihn gerade weggewünscht. Ich? Red doch keinen Unsinn. Wann soll ich denn diesen Punkt weggewünscht haben? Eben hast du doch gesagt, dass du es wünschst. Dass ich was wünsche? Du hast gewünscht, dass ich aufräume. Na siehst du. Aber nicht, dass dein Punkt verschwindet. Er verschwindet doch, wenn du dir etwas wünschst. Wer verschwindet? Der Punkt. Wie bitte? Jedes Mal, wenn du dir etwas wünschst, verschwindet doch ein Punkt aus meinem Gesicht. Und wenn kein Punkt mehr da ist, dann kannst du dir nichts mehr wünschen. Warum soll ich mir nichts mehr wünschen dürfen? Du kannst dir schon etwas wünschen, aber es geht nicht sofort in Erfüllung. Du willst damit sagen, alles, was ich mir wünsche, geht in Erfüllung. Aber natürlich. Hast du denn das nicht gewusst? Nein. Warum hast du es mir nicht gesagt? Das ist doch immer so bei Samson. Aber das weiß ich doch nicht. Warum hast du dann immer gesagt, ich wünsche, wenn du etwas von mir wolltest? Weil ich sehr schnell herausgefunden habe, dass du nur das tust, was ich will, wenn ich ausdrücklich sage, ich wünsche es. Na, siehst du! Das sagt doch gar nichts. Wenn du zu mir sagst, ich wünsche, dass du dich endlich anziehst, dann ziehe ich mich eben an. Deswegen kann ich noch lange nicht Wünsche erfüllen. Und wie war das, als du wünschtest, dass die Rotkohl auf dem Schrank sitzen soll? Und als du wünschtest, dass am Montag die Arbeit ausfällt? Ach, das war reiner Zufall. Die Rotkohl saß auf dem Schrank, weil die Leiter umfiel und die Arbeit fiel aus, weil der Chef den Schlüssel verlegt hatte. Nein, 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 das alles geschah nur, weil du es gewünscht hast. Na, dann wünsche ich, ich bekäme jetzt ein schönes Frühstück. Herein! Aha, ich habe es geahnt, Herr Flaschenbier. Nicht umsonst habe ich Ihnen das Frühstücksaufzimmer gebracht. Nicht umsonst. Nicht umsonst? Ja, ja, aber... Ich wollte sehen, ob dieser Robinson noch hier ist. Ich gebe Ihnen 10 Minuten Zeit. Wenn der Bengel in 10 Minuten immer noch in meinem Haus ist, können Sie Ihre Koffer packen. Verstanden? Was siehst du? Nichts sehe ich. Überhaupt nichts. Alles, was ich sehe, ist, dass sie mir halb gekündigt hat. Hast du das gewünschte Frühstück oder nicht? Ich habe es. Aber es kann wieder nur ein Zufall gewesen sein. Ich weiß aber jetzt, wie ich mit Sicherheit herausbekomme, ob du wirklich Wünsche erfüllen kannst oder nicht. Wie denn? Indem ich mir etwas ganz Ausgefallenes wünsche. Etwas, was es eigentlich überhaupt nicht geben kann. Und das wäre? Ich wünsche, dass es hier in meinem Zimmer schneit. Och, so ein blöder Wunsch. So ein strohblöder Wunsch. Wo willst du hin? In den Schrank. Was willst du denn im Schrank? Mir einen Mantel holen. Ich will doch nicht frieren. Na, bist du nun zufrieden? Oh, wahrhaftig, es schneit.
Bring mir auch einen Mantel. Himmel, ist das eine Kälte. Vergiss auch nicht die warmen Socken. Wird gemacht. Gar nicht so leicht, durch den hohen Schnee zu stapfen. Der Wind bläst auch ganz schön. Wir müssen einen Unterstand bauen, sonst werden wir völlig eingeschneit. Gemeinsam hoben sie die Bettdecke hoch, hängten sie über sich und verkrochen sich darunter. Da brach auch schon die Gardinenstange mit dem Vorhang unter der Last zusammen und gab den Blick auf das Fenster frei. Durch die Eisblumen auf der Außenseite des Glases konnten sie draußen undeutlich die warme Morgensonne sehen. Drinnen sank die Temperatur weiter unter den Gefrierpunkt. Der eingeschenkte Kaffee in der Tasse war längst steinhart gefroren. Der Schreibtisch war nicht mehr zu sehen, so hoch lag der Schnee. Vom Stuhl ragte nur noch die Lehne aus dem Weiß. Wir müssen höher steigen, sonst werden wir unter dem Schnee begraben. Komm, auf den Schrank! Ja. Die Frist ist um, Herr Flaschenbier. Ich kündige. Herr Flaschen! Eine gewaltige Schneelawine hatte Frau Rotkohl unter sich begraben, rollte wie ein riesiger Schneeball durch den Flur und weiter in die Küche. Dort stieß der Riesenschneeball gegen den Küchenschrank, zerbrach und gab Frau Rotkohl frei, die wie der Kern einer Pflaume mitten in der großen Kugel gesessen hatte. Drinnen im Zimmer kuschelten sich Herr Taschenbier und das Sams auf dem Schrank eng aneinander. Es wurde immer kälter und der Schnee stieg immer höher. Von der Stuhllehne war inzwischen auch nichts mehr zu sehen. Aus der Gegend, wo vorher der Schreibtisch gestanden haben musste, ertönte ein dumpfes, grollendes Brummen. Gleich darauf wühlte sich etwas Großes, Weißes aus dem Schnee und zeigte ein rotes Maul und spitze Zähne. Was ist das? Eisbär, nehme ich an. Wo kommt der her? Also, Sie sind auch Eisbär, nicht wahr? Vielleicht sollte ich mir wünschen, dass aus meinem Spazierstock ein Gewehr wird. Kannst du denn schießen? Nein, woher hätte ich denn das lernen sollen? Dann wüsste ich einen besseren Wunsch. Welchen denn? Tauwetter! Natürlich, daran habe ich in der Aufregung überhaupt nicht gedacht. Ich wünsche, dass es taut und dieses dumme Schneewetter sofort aufhört. Kaum hatte er es ausgesprochen, hörte es schon auf zu schneien und es wurde merklich wärmer. Man konnte geradezu sehen, wie der Schnee schmolz. Es tropfte vom Schrank und vom Regal. Erst wurde die Stuhllehne sichtbar, dann der Schreibtisch und schließlich das Bett. Nur, aus dem geschmolzenen Schnee war natürlich Wasser geworden und das Bett schwamm sanft und schaukelnd an seinem Platz neben der Wand. Vom Schrank, vom Regal und von der Lampe rann das Wasser und bald schwamm auch der Stuhl neben dem Schreibtisch auf und ab. Schließlich begann sich auch der Schreibtisch im See langsam zu wiegen. Nur der Eisbär schwamm noch nicht. Er saß bis zum Hals im Wasser und in der Küche saß Frau Rotkohl. Jetzt soll er mich kennenlernen. Jetzt soll mich der Flaschenbier kennenlernen. Dieses Durcheinander wird er mir büßen. Ich kündige ihm auf der Stelle. Auf der Stelle! Hilfe! 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 Mehr konnte Frau Rotkohl nicht sagen. Denn eine meterhohe Flutwelle schoss aus der geöffneten Tür, riss ihr die Beine unter dem Leib weg, wirbelte sie ein paar Mal um sich selbst, nahm sie mit über den Flur und gab sie erst frei, als sich die Wellen schäumend am Küchenschrank gebrochen hatten und ganz langsam durch die Küche zurückfluteten. Drinnen im Zimmer sagte währenddessen das Sams oben auf dem Schrank zu Herrn Taschenbier: Ich glaube, du solltest etwas gegen die Nässe unternehmen, Papa. Wahrhaftig. Ich wünsche, dass alles wieder trocken wird, und zwar sofort. Na, Papa, was sagst du jetzt? Ja, ist alles wieder wie früher. Auch der Eisbär ist fort. Wem ist es hier zu warm geworden? Er ist durch die Tür verschwunden. Weißt du, worüber ich mich wundere, Papa? Ich wundere mich, dass die olle Rosenkohl noch nicht gekommen ist. Ich wundere mich nicht. Wenn man erst einen Schneesturm mit Eisbär und dann ein Tauwetter mit Überschwemmung im eigenen Zimmer erlebt hat, wundert man sich über gar nichts mehr. Hauptsache, du glaubst jetzt an die blauen Punkte. Du, Papa? Ja? Soll ich mich an deinem Gürtel aus dem Fenster hängen?
Wozu soll das gut sein? Die Rosenkohl will dir doch kündigen, wenn ich in 10 Minuten nicht aus dem Zimmer bin. Wenn sie jetzt kommt, sagst du einfach, er hängt ja draußen. Dann kann sie dich nicht hinauswerfen. Das wird sie bald sowieso nicht mehr können. Schließlich habe ich ja einen Sams mit blauen Punkten. Was willst du denn tun? Ich wünsche, dass Frau Rotkohl immer dann, wenn sie mit mir schimpfen will, genau das Gegenteil von dem sagt, was sie eigentlich sagen will. Achtung! Sie kommt! Herr Taschenbier! Sie sind ein außergewöhnlich netter und lieber Mensch. Ich könnte mir keinen besseren Mieter wünschen. Das haben Sie hübsch gesagt, Frau Rotkohl. Sehr hübsch. Es macht mir überhaupt nichts aus, dass Sie auf meinem schönen Stuhl stehen. Er ist sowieso schon 35 Jahre alt und muss neu überzogen werden. Das ist gar nicht nötig, Frau Rotkohl. Der Bezug ist doch noch gut. Was sag ich überhaupt? Ich meinte natürlich, Sie könnten auch wieder einmal neue Vorhänge gebrauchen. Dazu sage ich nicht nein. Die alten hatten so ein hässliches Muster. Was sagen Sie da? Hässliches Muster? Das Muster ist ganz abscheulich, geradezu grässlich. Sehr richtig. Und was ist mit Robinson? Dieser Robinson, das ist das artigste und ruhigste Kind, das ich je erlebt habe. Lassen Sie ihn doch bitte noch ein wenig hier. Ich freue mich so auf das gemeinsame Frühstück. Falls er länger bleibt, zahlen Sie natürlich 20 Mark weniger Miete. Der Junge kostet Sie ja auch Geld. Ich weiß gar nicht, was ich rede. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich meinte, wenn der nette Junge bleibt, zahlen Sie natürlich 30 Mark weniger Miete. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Frau Rotkohl. Ich zahle meine Miete weiter wie bisher. Ich wollte sagen, wenn es Ihnen recht ist, gehe ich jetzt wieder in mein Zimmer. Sie entschuldigen mich. Ich wünsche noch einen schönen Morgen. Eine höfliche Frau. Ja, nur noch ein wenig laut. Aber wie angenehm es doch ist, wenn man mit freundlichen Leuten zusammenwohnt. Ich möchte wetten, dass es ihr mit der Zeit sogar Spaß macht, so zu sein. Sie wird bald merken, dass es mehr anstrengt, wenn man den ganzen Tag schimpft. Hast du auch gehört, was sie von mir gesagt hat? Ich bin das ruhigste Kind, das sie je erlebt hat. Und du behauptest immer, ich wäre eine Alarmanlage. Manchmal wünsche ich, sie hätte recht, besonders am frühen Morgen. Halt, nein, pass auf, dass du dir jetzt nicht noch aus Versehen so etwas wünschst. Denn erstens möchte ich kein ruhiges Kind werden. Und zweitens musst du dir deine Wünsche jetzt gut einteilen. Ich kann mein Gesicht nicht sehen, aber ich glaube, dass ich nicht mehr allzu viele Punkte habe. Ja, du hast recht. Ich sehe nur noch 2 blaue Punkte neben dem linken Ohr. Hui, dann überleg dir gut, was du mit denen anfangen willst. Das lass uns morgen überlegen. Heute wollen wir lieber in der Sonne spazieren gehen und uns freuen, dass wir diesen fürchterlichen Schneesturm so gut überstanden haben. Morgen? Aber morgen bin ich doch nicht mehr da, Papa. Nicht mehr da? Wieso? Morgen ist doch Samstag. Ja und? Samse bleiben nur bis Samstag. Du willst morgen wirklich weggehen? Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, Papa. Das ist immer so bei Samsen. Deshalb musst du dir heute etwas wünschen. Oh, kannst du wirklich nicht bleiben? Na, ich frage nicht nur wegen der Wünsche. Nein, es geht nicht. Was machst du denn da? Ja, ich überlege, was ich mir wünschen soll. Ja, es ist besser. Ich gehe allein spazieren. Dann kannst du ungestört nachdenken und ich kann ungestört singen. Gut, wenn du gern möchtest. Falls du ein Gedicht machen willst, wird es allerdings schwierig. Denn auf Wunsch reimt sich höchstens Punsch. Und auf Wünschen reimt sich überhaupt nichts. Nein, nein, danke, danke. Punsch werde ich mir bestimmt nicht wünschen. Dann eben nicht. Bis nachher, Papa. Herr Taschenbier saß den ganzen Nachmittag vor seinem Zettel und überlegte. Zwischendurch schrieb er, strich wieder aus, schrieb neue Worte hin, dachte weiter nach. Als das Sams am Spätnachmittag seinen Kopf durchs Fenster steckte, stand immer noch nichts auf dem Zettel. Oder doch nur durchgestrichene Worte. Na, Papa, was wünschst du dir denn jetzt? Unzerreißbare Hosenträger? Oder ein Auge am Hinterkopf? Oder einen karierten Elefanten? Ich werde nie den richtigen Wunsch finden. Jedes Mal glaube ich, jetzt hätte ich das Richtige. Und dann denke ich darüber nach und schon scheint es mir das Falsche zu sein. Was nützt einem Geld, wenn man krank ist? Was nützen Gesundheit und hohes Alter, wenn man sein Leben in einem Gefängnis verbringen muss? Was nützt einem Freiheit, wenn man bettelarm oder blind ist? So geht das weiter. Ich muss noch mehr nachdenken. Dir wird bestimmt etwas einfallen. Ich gehe wieder. Und wenn es dunkel wird, komme ich nach Hause. Bin ich wieder, Papa. Na, hast du dir was Schönes ausgedacht? Ja.
Was ist es denn? Ich wünsche mir eine Wunschmaschine, die Wünsche erfüllen kann. Sehr gut. Das ist ein sehr guter Wunsch, Papa. Da hörst du es. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Herein. Herr Taschenbier, hier ist ein Paket für Sie abgegeben worden. Ja, stellen Sie es dorthin. Ich finde es sehr nett, dass so spät am Abend noch Leute klingeln. Ja, das finde ich auch. Schnell, pack aus, Papa. Na, was sagst du? Ist sie nicht schön? Wirklich, sehr schön. Wo kann man sie anstellen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Wieso? Es gibt Wunschmaschinen mit Drehgriff und Wunschmaschinen, die man mit einem Druckknopf anstellt. Du hast nur gesagt, dass du dir eine Wunschmaschine wünschst. Ich wusste nicht, welche Sorte es sein soll. Du hast ja noch einen Wunsch. Wünsch dir jetzt also einen Drehgriff oder einen Druckknopf. Dann wünsche ich mir einen Druckknopf an die Wunschmaschine, einen roten, damit man ihn besser sieht. Hanno, hast du nicht gehört? Ich wünsche mir eine Wunschmaschine mit einem roten Druckknopf zum Anstellen. Wieder nichts. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du hast gar keinen blauen Punkt mehr. Ja, aber du hast doch gesagt, es wären noch zwei da. Es waren ja auch zwei. Wie sahen sie denn aus? Sie lagen ganz dicht beieinander, der eine genau unter dem anderen. Ach, ich habe es ja geahnt. Das waren nicht zwei Punkte, das war ein Punkt. Und zwar ein Doppelpunkt. Er gilt für besonders schwierige und ausgefallene Wünsche. Aha. Ja, und was nun? Ja, wenn ich keinen Punkt mehr habe, kann ich auch keine Wünsche mehr erfüllen. Es tut mir leid, Papa. Was nützt mir eine Wunschmaschine, die ich nicht anstellen kann? Meinetwegen kannst du sie aufessen. Eisen schmeckt dir doch so gut. Aber nein, Papa. Ich muss jetzt zwar gleich fortgehen, weil es in wenigen Minuten 12 Uhr ist. Aber du weißt doch, was geschehen muss, damit ich wiederkommen kann. Wenn ich wiederkomme, werde ich neue blaue Punkte haben. Und dann werde ich dir ganz viele Wünsche erfüllen. Was muss denn geschehen? Weißt du es nicht? Am Sonntag Sonne, am Montag Mond, am Dienstag Dienst. Ich weiß, und am Samstag Sams. Ich freue mich schon sehr darauf. Aber jetzt muss ich erst einmal gehen. Hier, das ist für dich. Die Nächte sind doch ziemlich kühl. Du darfst die Jacke mitnehmen, die Stiefel auch. Das ist lieb, Papa. Oh, die Jacke schmeckt gut. Wirklich sehr gut. Auf Wiedersehen, Papa. Es hat mir sehr gut bei dir gefallen. Wirklich. Gleich am nächsten Morgen schrieb Herr Taschenbier einen Eilbotenbrief an Herrn Mohn und bat um seinen Besuch. Seitdem wartet Herr Taschenbier. Ihr wisst worauf? Er weiß auch schon genau, was der erste Wunsch sein wird, den die Wunschmaschine erfüllen muss. Ich wünsche, dass das Sams nicht mehr am nächsten Samstag verschwinden muss. Ich wünsche, dass es immer bei mir bleibt. Musik.